Ja, dat is Al-Bukhari überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ja, Rasulullah, asaba nil-Juhd. Ich bin vom Hunger sozusagen. Ich bin am Boden vom Hunger. Al-Juhd bedeutet Anstrengung eigentlich. Er meint, er ist überanstrengt wegen seinem Bedarf und seinem Hunger. Und er sagte, er schickte der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden zu seinen Frauen. Der sollte zu den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen und schauen, ob es irgendwas bei ihnen gab. Aber sie haben nichts gefunden. Haben nichts gefunden in dem Haus vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Anwesenden, die gerade um ihn herum waren: Gibt es nicht jemanden, der ihn hier als Gast bei sich aufnehmen kann, der ihn bewirtschaften kann? Und da stand einer von ihnen auf und er sagte: Ich, ja, Rasulullah, übernimm das. Und dann ist er mit ihm in sein Haus gegangen und sagte zu seiner Frau: Das ist der Gast des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Daifu Rasulullah, weil er ihn ausgeschickt hat. Das ist der Gast des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Halte nichts zurück. Also, was wir haben, gib alles raus. Nicht zurückhalten. Und dann sagte sie: Ich habe nur den Brot, also das Essen für meine Kinder übrig. Nur noch das ist da, sonst gibt es nichts. Und dann sagte das ist ein Beispiel für Altruismus, Al-Ithar. Er sagte: Wenn die Kinder ihr Abendessen verlangen, wenn sie das Abendessen verlangen, dann bringen sie zum Schlafen. Bringen sie zum Schlafen. Und er hat sie gerufen, sie da aufgefordert, das Licht auszulöschen. Ja, die Kerze oder was es auch immer war, die Lampe, die sie hatten. Und er sagte: Wir werden heute, das bedeutet so viel, wir werden heute hungern. Also, wir werden heute hungern. Dann wird überliefert in einer weiteren Überlieferung, die hat er jetzt hier nicht genannt, er hat zu seiner Frau gesagt, nachdem er gesagt hat, dass sie das Licht ausschalten soll: Tu so, als würden wir essen. Also greif auch an den Teller, der Gast sieht das nicht, ja. Und tu so, als würden wir essen, weil es hätte nicht für alle drei gereicht. Und dann haben sie sich hingesetzt, der Gast und er und seine Frau, dieser Gastgeber und seine Frau haben das Licht ausgemacht und haben so getan, als würden sie essen, in Wirklichkeit aber nur der Gast gegessen. Dann ist der Prophet, dieser Mann später zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ajib Allah au dahika min fulanin wa fulana. Allah bewundert oder wundert sich über Fulan und Fulana, oder Allah lachte wegen Fulan und Fulan. Er meint diesen Sahabi und seine Frau wegen dieser Tat, dieser zwei Personen.